Wetterballon, der Spion der Natur. Holen wir ihn rein. Los, finden wir die Landestelle. Der Landeplatz liegt irgendwo in dieser Zone. Du suchst zu Fuß und ich aus der Luft. Landeplatz gesichtet. Cooler Fund. Jeder Angriff der Sturmkreaturen könnte die Daten beschädigen. Es wäre wohl besser, Verteidigungslinien um den Landeplatz des Ballons zu errichten. Ich bin jetzt dran, also schau einfach fern. Kann ich nicht. Warum? Hat dir jemand Angst vor Fernsehstrahlung eingeredet? In meiner Nähe explodieren Fernseher. Keine Sorge, wir haben genug davon. Willst du etwas zusammengucken? Klar, muss nur kurz einen Anruf machen. Hey, Typ, der auf einem Autodach festsitzt und von Hüllen umzingelt ist. Jess hier. Du kennst mich nicht, aber ich war auf dem Weg, um dich zu retten. Ach was, kein Grund mir zu danken. Hab mich nämlich anders entschieden. Statt dein Leben zu retten, gucke ich lieber fern mit einem traurigen, nassen Roboter. Wir wissen denn selbst Opfer sehr zu schätzen. Geh ihm helfen! Ach was, das passt schon. Was sehen wir uns an? Conaru? Klingt super. Gib mir einen Augenblick. Hey, Jess nochmal. Die Serie, die wir uns angucken, heißt Conaru. Jetzt kennst du den Namen der Serie, die wichtiger als dein Leben ist. Bitte geh! Hab dir noch einen beschafft. Also brauchst du mich nicht anzurufen, wenn der andere explodiert. Hey, ich bin's. Was du Locke gerade vorgespielt hast, war wirklich, wirklich grausam. Ich werde da draußen gebraucht. Wir werden da draußen gebraucht. Jemand kümmert sich schon um deine Zone. Mehrere Leute sogar. Wirklich? Wirklich. Deswegen machen wir das ja in Schichten. Geh und kümmere dich um Locke. Warum? Weil du auch Schuld daran hast, dass Locke verletzt wurde. Ich weiß, dass er dir nichts bedeutet. Aber wenn wir schon die Welt neu aufbauen, findest du nicht, dass wir sie ein bisschen freundlicher machen sollten als unsere alte Welt? Locke? Verschwende! Habt ihr einen Fernseher mitgebracht? Ich möchte nichts von dir haben. Ich will nichts von dir, außer dem Fernseher. Den kannst du hier lassen. Hey, Locke. Lass mich in Ruhe. Das kommt jetzt vielleicht falsch rüber, aber... ich finde nicht, dass Bots genauso wichtig wie Menschen sind. Du hast recht. Was? Wir sind nicht so wichtig. So ist das eben. Ich dachte, du würdest sauer werden. Nein. Aber ich bin mir selbst wichtig. Und Ray. Und Dennis.
Luna vergöttert dich auch, so viel steht fest. Und ich helfe den Leuten in der Heimatbasis. Ich bin nicht super wichtig, aber ein bisschen schon. Du kannst gehen. Ich werde Ray erzählen, dass du die ganze Zeit hier warst und dich entschuldigt hast. Das habe ich aber noch nicht. Ist mir aufgefallen. Thank you.
ist gelandet. Verteidige die Daten. Thank you.
Kommandant. Also, gute Arbeit. Mit den Daten, die du sammeln konntest, können wir leichter Überlebende lokalisieren und Schwachstellen im Sturm finden. Mir gerade dafür gedankt, dass ich mich mit dir versöhnt habe. Sie hat gesagt, dass sie stolz darauf ist, dass ich mir die Mühe gemacht habe. Hab doch gesagt, dass ich dir den Rücken frei halte. Das war echt nett von dir. Tut mir wirklich leid. Manchmal sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ach ja, ich hab dir eine Kleinigkeit mitgebracht. Safran? Hurra! Ich dachte mir, was schenkt man jemandem, der schon allen Reis der Welt hat? Was läuft da auf dem Fernseher? Mein Monster. Machst du das? Ich weiß nicht, wie ich damit aufhöre. Moment mal. Ich glaube, ich weiß, wo das ist.